Hallo zu Inside Politics. Wir sind heute, Stand, ich glaube, 21. Oktober, also Martin McFly Day, aber ja. Es brennt noch nicht der Himmel. Wo kommt er? Ja, ist eine gute Frage. Wir sind in Hart bei Graz. Hart bei Graz ist die Gemeinde mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung in der Steiermark, wenn ich mich jetzt nicht irre. Im Augenblick sind wir Spitzerei, das ist richtig. Neben mir Jochen Kotscher von den NEOS, seines Zeichens auch Prüfungsausschussvorsitzender. Wie ist die aktuelle Lage und um was geht es bei diesem Finanzskandal, wenn man das so sagen kann? Zurzeit liegt uns ein Prüfungsbericht der Gemeindeaufsicht vor, der uns mitgeteilt hat, dass im Grunde die Gemeinde seit 2006 insolvent ist. Ja, es wurde da einiges verschleiert im Bereich der Buchhaltung. Es wurden Investitionen getätigt, ohne dass sie bedeckt geworden sind, dass sie genehmigt geworden sind. Es sind Verfahrensfehlleistungen entstanden. Im Endeffekt ist es so, dass seit der letzten Gemeinderatswahl die SPÖ mittlerweile in der Opposition ist. Es gibt eine neue Bündnispartnerregierung, wo ich mitarbeiten darf. Ganz kurz nur zur Erklärung, das ist eine Bürgerallianz für Bürgergruppe. Also es gibt im Prinzip, der Bürgermeister wird von einer Bürgerliste gestellt. Wir arbeiten zusammen mit den Grünen, mit der ÖVP und dieser Bürgerliste gemeinsam in einem Bürgerbündnisvertrag. Und die Aufgabe ist es, die Gemeinde zu sanieren. Heute hatten wir eine dringliche Gemeinderatssitzung, um weitere Bedarfszuweisungen vom Land zu bekommen. Die Voraussetzung dafür ist, ein Konsolidierungskonzept vorzulegen. Dieses wurde heute beschlossen. Das Konsolidierungskonzept geht bis zum Jahr 2020 in erster Linie und es wird uns gelingen, mit Hilfe dieses Konsolidierungskonzeptes rund 1,2 Millionen Euro in den nächsten 5 Jahren einzusparen und damit die Gemeinde wieder fit zu machen, sodass sie in weiterer Zukunft wieder Investitionen tätigen kann. Wir haben das heute ja auch angehört. Dieses Konsolidierungsprogramm ist ja sehr weitgreifend. Teilweise sind es kleine Fliegen, die erschlagen werden. Teilweise geht es um größere Summen im Bereich 150.000 aufwärts. Das ist für eine kleine Gemeinde ja nicht gerade wenig. Die Einschnitte gehen aber vor allem zu Kosten der Leistung gegenüber den Bürgern. So ist es. Ja. Warum ist das so? Man hat mit einer externen Beratungsfirma versucht, sämtliche Potenziale, die in einer Gemeinde vorherrschen, aufzudecken. Sie wurden dann bewertet, von den Gemeindearbeitern ausgeweitet, dann bewertet, in einer Steuerungsgruppe umgesetzt. Es ist leider so, dass eine Gemeinde natürlich in vielen freiwilligen Leistungen Einsparungspotenzial hat. Wir haben unterm Strich 10 Millionen Euro Gesamtausgaben im Jahr, wovon wir aber nur 4 Millionen Euro variable Kosten haben, die wir überhaupt beeinflussen können. Das heißt, die Pflichtausgaben können wir nicht beeinflussen und unsere Aufgabe ist es einfach, in diesen variablen Kosten, wo die Gemeinde gegenüber dem Bürger positiv auftritt und Leistungen weitergibt, kostenlose Leistungen weitergibt, Einschnitte zu fordern. Aber es ist nicht nur so, dass wir den Bürgern Sachen wegnehmen, sondern es wird auch versucht, organisatorisch Veränderungen vorzunehmen. Es wird versucht, bestehende Anlagen zu schließen. Wir haben ja zwei Eishallen, es ist eine Eishalle bereits geschlossen, die wird verkauft, beziehungsweise die Anlage in weiterer Folge dann vermietet. Man versucht also auch substanziell in den Bereichen innerhalb der Gemeinde Einsparungen vorzunehmen und nicht nur auf Basis des Kopfes des Bürgers da Einsparungen zu tätigen. Wie sind eigentlich die Finanzverhältnisse geklärt? Ist Hart bei Graz eine Gemeinde, die auch Schulden gegenüber anderen Gemeinden hat? Oder sind da die Dinge noch offen? Es ist so, dass es uns im Augenblick nach wie vor nicht möglich ist, umfassende Finanzzahlen exakt zu liefern. Es liegt einerseits daran, dass nicht alle dass uns nicht alle Unterlagen vorliegen. Ja, das musste man leider feststellen, dass es eine komplette, umfassende Geschäftsgebarungsprüfung zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich ist. Auf der anderen Seite haben wir ein Buchhaltungssystem, das uns nicht erlaubt, die richtigen Auswertungen zu machen. Ich kann also nicht sagen, dass wir im gegenwärtigen Zeitpunkt auch Schulden bei anderen Gemeinden haben. Das ist aber nicht auszuschließen. So, dann sage ich danke fürs Gespräch und wünsche noch viel Spaß bei der Arbeit. Viel Spaß. Dankeschön.